Wer den Verkehr in City Skylines wirklich beherrschen möchte und zu diesem Zweck nicht unbedingt solche Einbahnstraßendschungel errichten will, der kommt nicht um die Nutzung von sogenannten Spurtools herum. Damit kann man Spurknoten auf Straßen anwählen und festlegen, wie und wohin die Fahrzeuge an der jeweiligen Stelle fahren dürfen. Im oben verlinkten Video habe ich euch eine Modifikation vorgestellt, die diese Spurbearbeitungsfunktion beinhaltet. Nachfolgend zeige ich einige wichtige Regeln bei der Nutzung sowie der Anwendung des Spurtools. Ein Wort zur Vorsicht gleich zu Beginn. Die exzessive Nutzung des Spurtools kann die gewünschten Ergebnisse bringen, vor allem wenn die Spurnutzung gut durchdacht ist. Doch jede Spureinstellung bringt auch den sogenannten Butterfly-Effekt mit sich. Wir ändern irgendwo etwas, und da die KI sich jetzt einen anderen Weg suchen muss, der uns vielleicht nicht gefällt, zwingt uns das an anderer Stelle erneut zum Eingreifen. Es gibt einen Punkt beim Spureneinstellen, ab dem es immer schlimmer anstatt besser wird. Deshalb gilt folgende Vorgehensweise: Den Verkehr gut beobachten, ein paar Änderungen vornehmen, wieder beobachten, weitere Änderungen vornehmen oder eventuell die Änderungen rückgängig machen und so weiter und so fort. Besonders sinnvoll ist die Spureinstellung an Knoten, an denen Fahrzeuge mehr als eine Spur gleichzeitig wechseln und damit für irre Verkehrsstaus sorgen. Die Beschränkung auf je eine Spur für einen Wechsel legen wir so an. Auf längeren Strecken empfiehlt es sich aber, an einem Spurknoten immer nur in eine Richtung wechseln zu lassen und die andere Richtung an einem anderen Knoten zu erlauben. Ebenfalls ein sinnvoller Einsatzort für Spurmagie: Wir können das Kreuzen verbieten. Das ist besonders sinnvoll, wenn wir eine einseitige Auffahrt auf eine Straße legen wollen, die keine Autobahn ist. Die Verbindung von beispielsweise dreispurigen Einbahnstraßen auf sechsspurige Einbahnstraßen lässt sich über eine solche Spurfestlegung perfekt umsetzen. Wollen wir eine Straße auf eine andere führen, beispielsweise bei einem Kreisverkehr, können wir das auf diese Weise tun und damit für konfliktfreie Auffahrt sorgen. Bei der Zusammenführung von Spuren gilt immer der Grundsatz: Niemals mehr als zwei Spuren in eine Spur zusammenführen. Denn sonst kann es passieren, dass wir den Verkehr eher behindern als verbessern. Weitgehend konfliktfreie Kreisverkehre funktionieren so, dass wir die Auffahrten auf einer Seite und die Abfahrten auf der anderen Seite des Kreisverkehrs vornehmen. Das behandle ich in den Videos zum Kreisverkehr ausführlich, das Startvideo dazu habe ich oben verlinkt. Auch für das Kreuzungsmanagement mit programmierten Ampeln sind Spureinstellungen sehr hilfreich. Im verlinkten Video gehe ich ausführlich darauf ein. Technisch müssen wir bei jeder Änderung von Straßen, ob Neubau oder Upgrade, die Spureinstellungen überprüfen und gegebenenfalls neu machen. Veränderungen an Straßen ändern oft die Spurknoten und unsere Einstellungen werden entfernt. Und zuletzt, an speziell eingestellten Kreuzungen wie dieser hier, sollten wir nicht vergessen, die Ampeln zu entfernen, wenn dort keine vorgesehen sind. Sonst kann der Effekt unserer Spurenbearbeitung nicht vernünftig wirken.